Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie zu Luther hier stehe ich begrüßen zu dürfen, nachdem er so lange krank war. Lieber Herr Luther, ich hoffe, es geht Ihnen wieder gut. Lieber Herr Müller, danke der Nachfrage. Mir geht's wie Deutschland. Schlecht, aber ich habe noch Hoffnung. So gesehen hoffe ich auf die Prognosen, sowohl fürs Land als auch für mich, und hoffe, dass es wieder bergauf geht mit uns beiden. Also schon der Einstieg war ja nicht glücklich gewählt. Wenn ich mir dieses Urteil erlauben darf, Ihnen geht es also eher wie Herrn Scholz. Dem geht es sehr schlecht. Aber er verströmt ja Hoffnung, was seine politische Karriere anbelangt, ohne Ende. Bei Deutschland bin ich mir nicht so sicher, ob das noch Hoffnung hat. Ja, Herr Scholz, ich will gar nicht so sehr über diese Abhöraffäre reden. Nicht so wahnsinnig viel, weil allzu viel wissen wir da ja nicht. Aber es scheint ja so zu sein, als ob die vier Bundeswehroffiziere, die sich da über Webex unterhalten haben, der Auffassung sind, dass Herr Scholz nicht ganz die Wahrheit gesagt hat, was die Bedienung von Taurus anbelangt. Wenn ich das jetzt mal subsumiere und den Elbtower nehme, wo er große Versprechen gemacht hat, dann die Randale beim G7-Gipfel, die Geschichte mit Wirecard, der Cum-Ex-Skandal, die verzögerten Ukraine-Hilfen, wo er immer behauptet, Deutschland sei so wahnsinnig führend, aber die Kluft zwischen Zusagen und Lieferungen irgendwie nicht erkennt. Also mir stellt sich fast täglich die Frage, ist Herr Scholz so dumm, wie er tut, oder ist er besonders schlau und wir sind so dumm, oder kann er einfach nur seine schlauen Gedanken nicht artikulieren? Was geht in dem Mann vor? Ich meine, der ist Bundeskanzler, der war jahrelang Bundesminister, er wollte mal SPD-Vorsitzender werden. Gut, die Partei wollte ihn nicht, die war schlauer als Deutschland. Aber also ich verstehe wirklich nicht, was in seinem Kopf losgeht. Können Sie mir helfen? Was geht in dem Kopf von Herrn Scholz vor? Also erstmal muss ich ja diesen Vergleich vom Anfang schon ablehnen, dass Sie mich mit Herrn Scholz vergleichen wollen. Normalerweise wäre das ja eine Ehre, mit dem Kanzler verglichen zu werden, aber in dem Fall würde ich es doch mal prompt ablehnen. Es Ähm, gibt da gibt's, deutsche da und deutsche gibt's, Kanzler. gibt, gibt, aber es gibt wenig Vergleichbares zwischen mir und Herrn Scholz, was ich mal ganz wertfrei in den Raum stellen möchte. Zu Taurus und der Abwehr- und Abhörgeschichte. Ich glaube, da ist Wissen und Können abzuwägen. Ich glaube, er wusste zu dem Zeitpunkt nicht genug, um qualifiziert Aussagen machen zu können. Deswegen haben ja die Offiziere wahrscheinlich beraten, um ihren Chef, den Bundesverteidigungsminister, zu informieren, damit der am Kabinettstisch dann den Kanzler wissentlich aufpäppeln könnte, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können. Das Problem bei einem Kanzler ist, er muss Entscheidungen treffen und muss dazu eine Wissensgrundlage haben. Und da wiederum ist die Frage, ob Amnesie, Nichtwissen, Ignoranz oder Unkenntnis in Kombination dann die Gemengelage ausmachen, auf deren Grundlage er Entscheidungen trifft. Und da wird es nämlich dann gefährlich. Wir haben ja in dem Mitschnitt aus Russland, übrigens die zweite Silbe von Taurus ist Russ, der russischen Geheimdienstmitarbeiter, die sich sehr clever dort in diesen Webex-Termin eingehackt haben. Ich nenne es mal eingehackt, weil berechtigt waren sie ja wohl nicht daran teilzunehmen. Die haben ja ganz klar ausgemacht, dass sich dort eine Runde zusammengesetzt hat, die eigentlich im Vorgespräch eines Briefings ihres Ministers beraten haben, was qualifiziert weitergereicht werden kann. Und das hätte dann wahrscheinlich auch den Kanzler irgendwann erreicht. Und dass diese Planspiele und diese Gespräche natürlich nicht nur in Deutschland stattfinden, sondern auch in russischen Hauptquartieren, die Planspiele, Überlegungen, Abwägungen und Eventualitäten abwägen müssen. Nicht umsonst gibt es Manöver, in denen geprobt und geübt wird, sonst bräuchte man das ja alles gar nicht. Das sind ganz normale Vorgänge eigentlich, in denen abgewogen wird, was geht nicht, was ist möglich. Genau, Ob aber das diese war ja gar nicht unser Thema, Nicht der sondern Sinn der Frage. unser Thema war, Er wusste es einfach nicht. Er wusste es nicht oder wollte es nicht wissen und hat das, was er nicht wissen aber seit wollte, einfach Monaten ignoriert. sagt er, Taurus darf nicht geliefert werden. Und jetzt begründet er das damit, dass da deutsche Soldaten nötig seien, um die zu bedienen. Und die Leute, die davon Ahnung haben, sagen, ist ja nicht so, da müssen keine deutschen Soldaten hin. Wie kann denn ein deutscher Bundeskanzler eine Entscheidung fällen, wenn er gar nicht genügend Wissen hat?
Sie haben die Antwort bereits in der Frage gegeben. Die Leute, die Ahnung haben, die haben miteinander geredet. Der, der keine Ahnung hatte, muss aber die Aussage treffen. Deswegen haben die Informationen, die er gebraucht hätte, um Ahnung haben oder zumindest suggerieren zu können, ihn bisher nicht erreicht oder er wollte diese Ahnung nicht haben, um weiterhin bei seiner Position bleiben zu können. Beide Optionen sind zumindest möglich, wobei die erste wahrscheinlicher ist. Aber das sind Abwägungen, die man natürlich treffen muss. Das heißt, dass im vorigen Kanzleramt natürlich ein ausgiebiges Briefing, eine ausgiebige Inkenntnissetzung der Entscheidungsperson eine der wichtigsten Voraussetzungen für kluge Entscheidungen war, ist in diesem Kanzleramt offensichtlich nicht mehr so wichtig, nicht so bedeutsam oder nicht gewollt. Herr Luther, lassen Sie uns den Bogen ein bisschen breiter spannen. Vor über einem Jahr haben wir gesagt, dass anlässlich des 30. Januars 2023, also 100 Jahre Regierungsantritt von Adolf Hitler, wir immer mal wieder auf die 12-jährige Hitlerzeit von 1933 bis 1945 schauen würden. Ich würde gerne die beiden Dinge miteinander verknüpfen. Ich habe neulich von dem Appeasement-Kanzler gesprochen, als ich über Olaf Scholz sprach, weil ich einfach das Gefühl habe und irgendwie meine inzwischen gelernt zu haben, dass Herr Scholz nicht alles tut, um die Ukraine so zu unterstützen, dass sie den Kampf, den ihr Russland aufgezwungen hat, nicht verlieren wird. Also um es einfacher auszudrücken, es wird zu wenig getan, um der Ukraine zu helfen. Mit der Begründung, wir dürfen Russland nicht verärgern, Russland ist zu groß und zu mächtig und Atommacht und Putin ist so irre, mit dem müssen wir irgendwann mal wieder diskutieren, also lassen wir mal die Ukraine bloß nicht gewinnen. Für mich ist das Beschwichtigungspolitik und Ignoranz hinsichtlich der Tatsache, dass Putin ja möglicherweise noch ganz andere Ziele hat als die Ukraine. Würden Sie mir zustimmen, dass Herr Scholz einseitig auf Beschwichtigung ausgerichtet ist und nicht alles tut, um die Ukraine zu unterstützen? Ich würde das Wort Beschwichtigung eher in Scholz' Schimpfverständnis, in Vorsicht ummünzen. Er will kein Risiko eingehen, tatsächlich jemanden zu provozieren, der ohnehin schon davon ausgeht, dass Deutschland Kriegspartei ist. Und die Argumente von Emmanuel Macron, eventuell Bodentruppen zumindest in Erwägung zu ziehen, um quasi, was auch Fachleute, Militärfachleute sagen, alle Erwägungen im Köcher zu haben, die man ziehen könnte im Bedarfsfalle, was einem Gegner dann auch es schwerer macht, ihn einzuschätzen, wenn man im Vorfeld schon alles ausschließt. Das ist eine schwierige Situation für einen Kanzler. Brutal zu sagen, ich unterstütze alles, was hilft in der Einrichtung, kann kreuzgefährlich sein, weil was ist am Ende, wenn die Eskalation so weit geht, dass wir alle miteinander im Dritten Weltkrieg stehen, weil wir einen Schritt zu weit gegangen sind? Sind wir ihnen zu früh zu weit gegangen? Wäre Putin den Schritt uns entgegen ohnehin gekommen? Er hat ja bereits jetzt nach der Taurusrunde bereits entschieden zu überlegen, welche Ziele man in Deutschland angreifen könnte. Also da ist die Fehmarnsundbrücke bereits und die Hohenzollernbrücke in Köln im Gespräch gewesen, die man im Ausgleich für eventuell von Taurus beschossene Krimbrücken, die zerstört würden, dann im Bedarfsfall auch zu zerstören. Also die Provokationen des Kreml lassen ja nicht auf sich warten. Die Frage ist, wer ist der Akteur und wer ist der Reakteur? Wie agieren und wie reagieren wir? Und wie konzertiert gehen die Partner im Westen vor, um quasi klarzumachen, hier ist eine Grenze, hier geht es für Russland nicht weiter, hier geht es nur entweder mit Zurückhaltung von Seiten der russischen Seite, wenn wir eine klare Kante und eine klare Front zeigen, nicht weiter. Und was die Ukraine betrifft, ist das insgesamt eine Gratwanderung? Wie will man am Ende dazu beitragen, dass die Ukraine da tatsächlich all das, was sie sich vorgenommen hat, nämlich die Territorien, die Russland völkerrechtswidrig besetzt hat, wieder zu befreien? Wie kommt man einen Schritt hin zur Diplomatie? Der slowakische Außenminister hat sich in der Türkei gerade mit seinem russischen Kollegen Lavrov getroffen, was zu einem extremen Aufschrei führte. Er hingegen argumentierte, dass man in Zeiten von Kriegen Diplomatie braucht, um Kriege überhaupt beenden zu können, weil ohne Diplomatie beendet man keine Kriege. Was will man dem entgegensetzen? Wir sind in einer Zeit einer Eskalationsstufenanreicherung. Ich habe bis jetzt noch keinen Schritt zurückgesehen von irgendeiner Seite. Es geht immer weiter steil bergauf. Und wo das endet, das haben wir am Ende der ersten 6 Jahre, der vorhin erwähnten 12 Jahre, erlebt.
Also nicht wir, aber aus den Geschichtsbüchern wissen wir, wie es ausgegangen ist. Also Herr Luther, die beiden Ziele, die Sie genannt haben, Fehmarnbrücke, ist gar nicht so schlimm, weil die Dänen haben den Fehmarntunnel bereits gebaut, fertig gebaut. Deutschland hängt ein bisschen Was? hinterher, 29? 20 Jahre. Also in 20 Jahren gibt es den Tunnel, die Brücke können Sie ruhig wegsprengen. Und die Hohenzollernbrücke ist eh marode, die muss eh saniert werden. Also ob die Russen die nur abreißen oder die von sich von alleine zusammenbricht, macht da keinen Riesenunterschied. Aber im Ernst, wenn es wahr ist, dass Putin ein Macho ist und Putin nur Härte versteht, dann müsste man ihm doch klar machen, dass er diesen Krieg nicht gewinnen kann. Er kann da noch eine Division und noch eine Division und noch eine Division reinschicken und er kann noch 100 Drohnen aus Iran kaufen und noch mehr Munition aus Nordkorea kaufen. Da wird Nordkorea eben noch mit stärkeren Sanktionen belegt und Iran wird auch mit stärkeren Sanktionen belegt und Russland blutet halt irgendwann aus. Also man muss doch Putin einfach nur klar machen, es klingt simpel, ich weiß, aber man muss ihm doch einfach nur klar machen, dass er sich dort in ein Abenteuer gestürzt hat, das er nicht gewinnen kann. Und irgendwann werden auch mal diese Wirtschaftssanktionen greifen, hoffentlich. Und je stärker man die Schrauben anzieht, desto eher begreift er das und desto eher hört er auf. Oder er hört eben nicht auf. Aber wenn er nicht aufhört, dann hört er eben auch nicht auf. Und dann ist eh alles, was in Beschwichtigung und Friedensmissionen und weiße Taubenpolitik dargestellt wird, für die Katz. Also es ist doch. Der Mann versteht doch nur brutale Gewalt, nur Stärke. Ja, und beide Seiten befinden sich in einer Abnutzungssituation. Russland kriegt sicher noch Nachschub. Russland hat seine Wirtschaft auf Kriegswirtschaft umgestellt. Russland hat eine relativ solide Wirtschaft, was den Westen erstaunt. Aber das haben wir schon in den 12 Jahren, die wir erwähnt haben, ebenso erlebt, dass das russische Imperium in der Lage ist, sehr schnell und sehr gut Ressourcen aus dem Volk herauszuholen, indem es alles dem eigentlichen Ziel des Machthabenden unterordnet, was jetzt ja ebenso passiert. Aber der Abnutzungskrieg hinterlässt seine Spuren und auf Dauer muss Putin sehen, dass er da nicht erfolgreich sein kann, wenn die geballte Macht des Westens ihm sagt, hier ist eine Grenze, die nicht überschritten wird, die er gerne überschreiten möchte. Also muss er Gesicht wahren. Wir reden gerade in einem Zeitraum vor russischen Präsidentschaftswahlen. Er muss jetzt Härte und Stärke zeigen, um von seinem Volk mehr oder weniger legal wieder legitimiert zu werden, um es mal vorsichtig zu sagen, weil ein Wahlsieg kann man das ja nicht nennen, was er da vollzieht, ohne Opposition, ohne reale Gegenkandidaten mit dem Apparat, den er aufgebaut hat, um seine Macht zu halten und zu stützen. Das ist jetzt quasi bis Mitte März noch eine Phase, wo er extreme Stärke, Härte und Größe zeigen will. Danach wird er sich wahrscheinlich auch auf Diskussionen, Verhandlungen, diplomatische Ansätze einer möglichen Waffenstillstandssituation offener zeigen als jetzt, vermute ich jedenfalls mal. Herr Luther, lassen Sie uns noch, weil Sie das Stichwort Wahlen und westliche Macht, westliche Welt genannt haben, lassen Sie uns noch einen Blick auf die USA werfen, die sicherlich mit Abstand stärkste Militärmacht innerhalb der NATO. Dort stehen wir vor der Situation, dass Joe Biden nicht nur furchtbar alt ist und alt wirkt, sondern auch innerlich zerrissene Demokraten hinter sich hat. Stichwort Gaza-Krieg, Palästinenser, Israel, jüdische Wähler in den USA. Also es scheint so zu sein, als ob er nicht die ganze Demokratische Partei hinter sich hat. Auf der anderen Seite steht Donald Trump, der von Vorwahlsieg zu Vorwahlsieg eilt. Washington DC hat Nikki Haley gewonnen. Okay, aber alle anderen hat Trump mit hohem Abstand gewonnen. Und der Supreme Court in den USA hat entschieden, er darf auch an den Vorwahlen in Colorado und den anderen Bundesstaaten teilnehmen, die ihn ausschließen wollten wegen der Ereignisse am 6. Januar 2021, also dem Sturm auf das Kapitol. Heißt mit anderen Worten, da ist jetzt ein halbes Jahr Präsidentschaftswahlkampf oder ein Dreivierteljahr mit der Chance, ein furchtbar alter, manchmal etwas senil wirkender, älterer Herr wird wiedergewählt. Oder ein anderer, Donald Trump, wird noch einmal mit einem 4 Jahresunterschied zum Präsidenten
Und der dreht dann links nach rechts und er hat ja schon angekündigt, die Ukraine-Hilfe nicht fortsetzen zu wollen. Was passiert denn dann, wenn die USA als Ukraine-Unterstützer ausfallen? Es gibt ja noch die Option einer Überraschung, die ich zwar nicht für wahrscheinlich halte, aber bei der Befragung der Wähler, die ich zumindest bis jetzt medial beobachtet habe, sagen viele, sie würden nicht wissen, wen sie wählen sollen. Weder den einen noch den anderen würden sie favorisieren oder irgendwie wählen wollen. Ihnen wäre eine Alternative lieb. Und tatsächlich gibt es die Situation, dass wenn eine Alternative von einer anderen Seite vorgeschlagen ins Spiel käme, diese Alternative plötzlich, wie Phönix aus der Asche, diese beiden nicht gewollten, aber im Mittelpunkt stehenden Akteure eventuell auskegeln könnte. Wahrscheinlichkeit ist nicht groß. Die Wahrscheinlichkeit wird sein, dass einer von den beiden älteren Kempen dann irgendwie den Wahlsieg erzittert, wie der auch immer sein mag. Und beide Alternativen sind nicht wirklich perspektivisch so richtig optimistisch stimmt. Wobei man bei Joseph Biden so ein bisschen noch weiß, okay, es geht dann so weiter wie bisher, ist aber auch nicht wirklich sicher. Also beide Perspektiven sind schwierig. Die dritte Alternative ist noch nicht im Rennen und noch nicht optional, aber zumindest möglich. Es müssen sich alle auf alle Szenarien vorbereiten. Das ist ja das, was Europa jetzt bevorsteht. Zu überlegen und zu trainieren, welche Fälle eventuell auftreten könnten und wie man mit diesen Situationen dann umgeht. Was Ja, machen wir, wenn aber Trump? es müssen sich alle vorbereiten. Entschuldigung, wenn ich das sage, damit meine ich nicht Sie persönlich, aber das ist ja Quatsch. Also wir Nee. haben jetzt 3 Jahre Joe Biden, wir haben jetzt dreiviertel Jahr Wahlkampf. Es war 3 Jahre lang Zeit, sich auf die Situation vorzubereiten und niemand Machen wir. ist vorbereitet. Doch. Doch, wir Ja. haben zum Beispiel, was die Verteidigungssituation betrifft, entsprechende Maßnahmen ergriffen, zumindest der vergessliche Kanzler und die Bundesregierung, die entsprechende Summen in die Bundeswehr jetzt versuchen zu stopfen, um die Löcher, die da sind, irgendwie zumindest abzudichten, wenn auch nicht zu schließen. Man hat insgesamt in Europa, was die Verteidigungsfähigkeit betrifft, analytische Vorgaben berücksichtigt und jetzt versucht, was Rheinmetall betrifft, entsprechende Kapazitäten auf oder überhaupt auszubauen, je nachdem, wie man es bewerten will. Also es gibt Reaktionen. Man weiß, dass Europa sich selber stärker und intensiver auf seine eigene Verteidigungsfähigkeit konzentrieren muss. Man weiß, welches Volumen Amerika dazu beisteuert, dass bisher Europa unter dem amerikanischen Schutzschirm stand. Die Diskussion um europäische Atomschirme, die von britischer oder französischer Seite gedeckt, eventuell mit über ganz Europa ausgebreitet werden könnten, sind in Diskussion. Also der Prozess ist angestoßen. So ganz unvorbereitet sind wir nicht. Aber welches Szenarium dann tatsächlich eintritt und worauf wir uns dann wirklich einrichten müssen, wenn wir halbwegs vorbereitet sind, das ist in beiden Fällen nicht so richtig glücklich stimmend. Lieber Luther, wir haben jetzt gar nicht gesprochen über das Gespräch, das Karin Mioska mit Markus Söder geführt hat. Und in diesem Gespräch hat er gesagt, dass er theoretisch ein theoretisch möglicher, hypothetisch denkbarer, aber nicht wirklich ambitionierter Kanzlerkandidat sein könnte, wenn man ihn dann doch wolle. Also ich hoffe, ich habe jetzt genügend Konditionalien da eingefügt. Ich habe heute aus unserem Gespräch zwei Dinge mitgenommen. Erstens, wenn die Ampelregierung zu Ende ist, wird ja Frau Baerbock wahrscheinlich nicht mehr Außenministerin weiter sein können. Sie wäre ein geeigneter Nachfolgekandidat, nicht wegen des Baströckchens, das Ihnen bestimmt auch sehr gut steht, sondern wegen der diplomatischen Formulierung. Und Rheinmetall sei Dank, Nachrüstung und 100 Milliarden Sondervermögen. Es gibt noch Hoffnung für die Fehmarnsundbrücke und die Hohenzollernbrücke in Köln. Das sind doch gute Nachrichten. Gute Zusammenfassung. Also was die Trampolinspringerin betrifft, bin ich gespannt, welchen Sprung sie dann machen wird. Der Karrieresprung nach dem Außenministerium, was dann kommt, ist der wandernde Konjunktiv, der Herr Söder, der zumindest alles offen gelassen, nichts bestritten, aber realistischerweise abgeschätzt hat, was könnte und was nicht sein würde, mit den Vergleichen aus der Geschichte, Strauß und Stoiber. Und er weiß, ein Dritter, der noch ein drittes Mal scheitert, wird es keinen weiteren CSU-Kandidaten geben, der es nochmal wagen wird, weil er wüsste, die Liste der Serie wäre ein, zwei, drei und dann die vier. Also ist er klug genug, auf solche Fragen soweit mit Konjunktiven zu beantworten, dass er sich zumindest die Hintertür für dann eine reale Aussage immer noch offen lässt.
Ich fand ja seine Aussage, er will gar nicht Bundeskanzler werden, er will nur in Berlin gelegentlich nach dem Rechten schauen, eigentlich viel furchtbarer für Herrn Friedrich Merz oder Hendrik Wüst oder wer da immer Ja. unter Markus Söder im Bundeskanzleramt sitzt. Spannende Perspektiven. Wir werden sehen, was und wie es kommt, und wir werden noch einige Gespräche im Vorfeld dazu führen, denke ich mal. So ist es. Für heute aber erstmal vielen Dank, lieber Herr Luther. Ebenso, Herr Müller. Vielen Dank. Bis dann.